Ja, vor mir ist Angie, sie kommt aus NRW, aus Gelsenkirchen, AfD Gelsenkirchen. Und du bist auch Delegierte. Wie gefällt es dir auf dem Bundesparteitag? Ja, also ich bin überrascht, positiv überrascht. Der Bundesparteitag verläuft wirklich harmonisch und wir sehen, dass wir konstruktiv um die Sache streiten und das gefällt mir natürlich sehr gut. Ach so, ja, super. Und mit der, wie wir vorankommen, mit der Kandidatenbestimmung geht auch, ne? Ja, am Ende wird sich immer der Stärkere durchsetzen und ich glaube, darauf sollten wir auch grundsätzlich setzen, dass Listen und diese ganzen Abmachungen sind am Ende des Tages nachrangig. Es zählt tatsächlich die Qualifikation und auch die Rhetorik-Performance der jeweiligen Kandidaten und ich bin immer davon überzeugt, dass die Delegierten sehr redlich sind und sich nicht beeinflussen lassen und am Ende des Tages nach Bauchgefühl auch entscheiden und was am besten auch für die Partei ist, selbstverständlich. Ja, okay, super. Ja, alles klar, dann sage ich mal vielen Dank. Sehr gerne. Okay, ich habe es eben mich nicht getraut zu fragen. Angie ist auch Landtagsabgeordnete. Ich hatte es irgendwie im Kopf. Alles klar, ja. Okay, danke schön. Gerne. Wiebke Musal aus dem AfD-Landesverband Thüringen. Sie war Landtagsabgeordnete, ist jetzt aber in Elternzeit, also auch gar nicht angetreten zur letzten Wahl. Und nächstes Jahr habt ihr so eine wichtige Wahl da, auch gerade in Thüringen, ne? Trittst du da eigentlich wieder an? Schauen, ne? Also grundsätzlich kann ich es mir gut vorstellen. Momentan sind wir mehr so in den Vorbereitungen. Ich arbeite mit einem Wahlprogramm, bin in der Programmkommission und damit sind wir erstmal beschäftigt und ich kann es mir gut vorstellen. Ach so, ja. Dann sind wir hier gerade auf der AfD-EU-Wahlversammlung. Wie findest du, wie läuft das hier und so? Och, bisher ja gut. Ne? Ich meine, die ersten drei Plätze sind gut durchgegangen und jetzt ist es natürlich so, dass man sich immer wünscht, dass es schneller geht, aber es ist ja gut, wenn es vorangeht und Diskussionen, verschiedene Kandidaturen und so weiter sind ja auch gut. Insofern bin ich zuversichtlich. Alles klar, ja, vielen Dank. Ja. Vor mir ist Marie-Therese Kaiser aus von der AfD Niedersachsen, auch KV-Chefin von Rotenburg, ne? Rotenburg-Wimmel, ganz richtig. Ja, und wie gefällt es dir hier auf dem Bundesparteitag? Ja, die Stimmung ist gut. Wir haben den ersten Kandidaten und auch hoffentlich gleich den zweiten schon gewählt und es geht immer weiter. Also wir sind auf jeden Fall gut dabei. Und ja, es geht auf jeden Fall mit Einigkeit in den Wahlkampf. Ja, super. Und was sagst du zu den aktuellen Umfrageergebnissen? Die Umfrageergebnisse, die geben uns natürlich weiterhin Auftrieb. Also wir sind hoch motiviert, dann auch einen erfolgreichen Wahlkampf zu machen, um die Ergebnisse noch weiter zu verbessern und die AfD möglichst stark ins Europäische Parlament einziehen zu lassen. Alles klar, vielen Dank. Danke. Ist Gabi Schröder, das ist die Fraktionsgeschäftsführerin der AfD Wolfsburg. Genau. Schon seit Ewigkeiten, ein paar Jahre, ne? Viele Jahre. Seit 7 Jahren ganz genau. Seit 7 Jahren. Ja, und du bist auch immer bei allen Landesparteitagen, Bundesparteitagen und so weiter zu sehen. Jeder Delegierte sollte entscheiden, sich die Reden vernünftig anhören und dann die Entscheidung treffen, wer uns am besten in der EU vertritt. Ja. Das wäre also mein Wunsch für die Zukunft. Ja. Wie bist du mit Platz 1 jetzt zufrieden? Ja, es geht. Es geht, ach so, okay. Ja, okay. Und Platz 2 war ja Bistron gegen René Aus, ist noch nicht ausgezählt, aber ich glaube, René Aus hat so viel Applaus gekriegt, er wird das machen, glaube ich, ne? Ja, gehe ich auch mal. Ne, den haben wir doch, der Brückstock ist doch schon gewählt. Ach so, okay. Der René Aus ist zurückgetreten und der Brückstock ist schon gewählt. Ach so, das wusste ich jetzt gar nicht. Ja, ganz genau. Wir lassen das jetzt drin, oder? Ja, wir lassen das drin. Das ist live. Alles klar. Ja, okay, Gabi. Ja, erstmal vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg und so weiter hier. Dankeschön. Christine Andersen, die berühmteste oder eine der berühmtesten EU-Parlamentarier für die AfD. Heute sind wir hier auch bei der EU-Wahlversammlung und Christine Andersen wird wieder nominiert auf den ganz vorderen Plätzen. Sicheren Platz, sie ziehen also wieder ein. Ja. Ja, herzlichen Glückwunsch, Frau Andersen erstmal. Dankeschön. Ich werde aller Voraussicht nach wieder in das EU-Parlament einziehen. Auf jeden Fall, ja. Und das ist mein Versprechen an die Bürger Deutschlands, denn ich vertrete die Interessen des deutschen Volkes und ich verspreche Ihnen, das werde ich genau auch weiter tun und zwar in dieser Deutlichkeit, wie ich das bislang getan habe, da werde ich nicht nachlassen, denn diese korrupte Bande gehört einfach zur Strecke gebracht. Und ich glaube, ich bin da diejenige, die das möglicherweise schaffen kann. Jawohl, zur Deutlichkeit, da verlinke ich jetzt unten ein Interview mit Christine Andersen, wo sie über die EU, die Demokratie in der EU und so weiter spricht. Ja, herzlichen Glückwunsch auch nochmal zum Geburtstag und vielen Dank fürs Interview. Bitteschön. Hier habe ich Leyla Bilge von der AfD. Wir sind ja auf dem Bundesparteitag der AfD. Und sie ist Kommunalpolitikerin in Brandenburg.
Und sie ist auch engagiert gegen die Corona-Maßnahmen immer gewesen. Sie hat zum Beispiel schon ganz am Anfang Corona-Demos und so gemacht, ne? Genau, richtig. Für unsere Rechte habe ich die erste Demo in Berlin organisiert, gegen den Lockdown, gegen den Irrsinn der Bundesregierung. Ja, super. Und Sie treten sogar jetzt an fürs EU-Parlament, ne? Richtig, genau. Also das sind ja meine Schwerpunktthemen, also ja. Bundesebene und EU-Ebene, Massenmigration, Menschenrechte, Entwicklungshilfe und Außengrenzen und innere Sicherheit. Und deshalb werden so viele Kandidaten reinkriegen. Das wäre ja verrückt, wenn ich dann eben halt nicht antrete. Ja, genau. Alles klar, super. Ja, vielen Dank, Frau Birger. Ich danke. Genau, danke. Ja, ich hab's super. Ich muss da rein, ich muss die Rede hören. Ein Gruß an die Grundrechte-Demonstranten. Ich muss da rein. Okay. Ja, alles klar. Mine is the sunlight, mine is the morning, born of the one light, Eden saw play. Praise with elation.